Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir melden uns aus dem Wochenende zurück und ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben Montag, das heißt eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Ganz einfach unter den oder mit den bekannten Möglichkeiten unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Stefanie und Stefanie ist 24 Jahre alt. Hallo Stefanie. Hallo. Hallo. Stefanie, weswegen rufst du an? Also ich rufe an, weil ich bin verheiratet seit circa ein halbes Jahr. Ja. Und bin mit meinem Mann schon 5 Jahre zusammen. Und ja, er belügt mich halt. Er sagt zu mir, ich bin die erste Frau, mit der er geschlafen hat. Mhm. Hört sich vielleicht ein bisschen dumm an, aber wie alt ist er denn? Er ist auch so alt wie ich. Ach so alt. 5 Jahre zusammen, 19. Ja. Mit 19 angefangen, ja. Ja, genau. Ja. Und also ich weiß von seinem besten Freund und auch von meiner Schwägerin, dass ich halt nicht die Erste war. Und ja, er belügt mich und ich habe ihm schon 100 Mal gesagt, du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Und belügt er dich denn in anderen schwerwiegenden Dingen auch als nur diese Sache? Also ich habe ihn schon ein paar Mal dabei ertappt, dass er mich angelogen hat, ja. Was denn noch zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, er hat einmal seiner Mutter das Auto geliehen, unser gemeinsames Auto, und er weiß, ich habe das halt nicht so gerne. Ja. Und dann meine beste Freundin hat die Mutter im Auto gesehen. Ja. Und sie hat mir das dann erzählt, ach, ich habe heute die Mutter von deinem Mann halt im Auto gesehen. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen und er sagt, nee, also hat er nicht gemacht. Da muss sich die Freundin halt vertan haben und unser Auto ist eigentlich unverkennbar, davon gibt es nur eins bei uns. Also Stefanie, wenn das nichts weiter ist, das sind ja noch Lügen, die sind ja doch im kleinen Bereich, ne? Fangen wir mal mit der ersten an. Warum macht er da so einen Terz drum? Ich meine, ihr seid 5 Jahre zusammen und er kann ja mit irgendjemand anderem vorher Sex gehabt haben, das ist doch völlig wurscht. Lügt er dich die ganzen 5 Jahre schon an oder wie? Ja, also er hat von Anfang an mir gesagt, ja, du bist die Einzigste und ich habe mit keiner vorher anderen geschlafen und ich weiß genau, dass er das halt gemacht hat, weil... Woher weißt du das denn ganz genau? Ja, erstmal habe ich halt gemerkt, wenn wir miteinander geschlafen haben, dass er absolut erfahren war, also keine Hemmungen. Vielleicht ist es ein Naturtalent. Nee, also das beschäftigt mich schon sehr. Also absolut erfahren wird er nicht gewesen sein, auch wenn er vorher mal mit einer Frau geschlafen hat. Ja, aber er wusste schon... Okay, also seit fünf Jahren ist er aber streitet er das tapfer ab, dass er nicht mit einer anderen Frau geschlafen hat. Ganz genau. Also ja, das macht er. So. Okay, also entweder stimmt da irgendwas bei ihm nicht, dass er sich da so rein verrannt hat in diese kleine Lüge. Und das andere, wenn du mir das so erzählst, würde ich auch so sagen, na gut, komm, Schwamm drüber. Ist das alles, was euch belastet? Ja, also mich beschäftigt das sehr. Also ich habe auch drüber nachgedacht, mich von ihm scheiden zu lassen. Wie bitte? Weil er nicht zugibt, dass er vielleicht vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren oder 8 Jahren mal mit einer anderen Frau geschlafen hat? Nee, also es geht ja nicht nur um die Tatsache, dass er mit einer anderen geschlafen hat. Also er lügt mich einfach an und er lügt mir auch ins Gesicht. Und wer einmal lügt, der lügt immer. Und ich weiß nicht, ob er mich auch noch in weiteren Dingen... Ja. Anlügt und... Okay, aber du hast jetzt im Moment, kannst du mir nur diese beiden Beispiele nennen? Ja, im Moment fällt mir jetzt nur diese beiden Beispiele erst. Ja, aber hör mal, ihr seid 5 Jahre zusammen. Und du nennst mir 2 Beispiele, wo er einmal wirklich gelogen hat, nachweislich gelogen hat und beim anderen wissen wir es gar nicht genau. Das finde ich noch nicht so gravierend. Ja. Wie? Also ich finde das schon, also... Ja, ich habe ihnen ja auch alles erzählt von mir. Ja, aber deshalb lässt man sich doch nicht scheiden, Mensch. Das sind doch noch keine Probleme. Dann würde ich nur mal wirklich darauf drängen, ihm einfach nochmal klarzumachen, du musst mich da nicht anlügen. Aber vielleicht geht ihm diese Fragerei auch schon so auf die Nerven. Hast du mit einer anderen Frau früher mal geschlafen, dass er gar keinen Bock mehr hat, drüber zu reden?
Was wäre denn, wenn er jetzt sagen würde, ja, ich habe damals mal irgendwas gehabt? Ja, dann wüsste ich, also, dass er einfach ehrlich gewesen ist und dann wäre ich einfach beruhigter. Und dann wäre es auch gut. Dann würdest du es ihm nicht nachtragen. Nein, ich würde es ihm nicht nachtragen, nein. Aber ich merke das auch, weil mir wurde halt erzählt, mit wem er vor mir geschlafen hat. Und wenn wir die halt sehen, irgendwie, wenn wir einkaufen sind oder so, dann sind wir da auch irgendwie verlegen und. Aber Stefanie, kannst du dich ja nicht selbst vielleicht so auf so einen Tune irgendwie, dass du denkst, okay, komm, irgendwie hat er sich da verrannt, was dieses Thema anbelangt. Ich rede da gar nicht mehr drüber mit ihm. Und gut ist, kannst du das nicht? Es ist doch Pillepuh. Es ist doch wirklich völlig wurscht, ob der früher mal mit jemandem geschlafen hat oder nicht. Finde ich nicht. Also ich kann mit der Lüge eigentlich nicht leben. Also mit der Tatsache, dass ich von meinem Mann belogen werde, ja. Also das kann ich nicht. Okay. Dennoch muss man ja die Kirche im Dorf lassen. Wenn du mir jetzt richtig schlimme Lügen aufgetischt hättest, wo du ihm auf die Schliche gekommen bist, würde ich dir auch noch eher zustimmen. Ich bin jetzt nur daran interessiert, irgendwie so einen Kompromiss zu finden, einen Ausgleich zu finden für euch beide. Dass du nicht deswegen schon an Scheidung denkst, dann kann die Liebe aber auch nicht so groß sein, wenn die von solchen Sachen so schnell umgepustet wird, oder? Ja, aber ich kann ihm gar nichts mehr glauben, egal was er mir erzählt. Selbst wenn es Kleinigkeiten sind, denke ich, ach, der lügt mich so. Hast du ihm das denn so klar gemacht, wie du es mir gerade auch gesagt hast? So klar gesagt? Ja. Und dennoch sagt er, nein, ich habe nicht mit einer anderen Frau geschlafen. Ja. Okay, dann lass es doch erstmal so stehen. Und bei der allernächsten Gelegenheit, wo du merkst, dass er, wie mit dem Auto das Beispiel, wo du merkst, da ist wieder irgendeine Unstimmigkeit, dann hast du wirklich Grund, richtig auf den Tisch zu hauen. Und dann kannst du das auch nochmal hervorkramen. Weil letztendlich sind es ja Kleinigkeiten. Und ich meine, ich frage mich, warum er sich da so anstellt. Er könnte ja dir den Wind komplett aus den Segeln nehmen, indem er sagt, ja, ich hab das gemacht und die ganze Sache wär vergessen. Na, vielleicht hat er Angst, mich zu verletzen oder so, ich weiß es nicht. Ja, dann musst du ihm sagen, dass dich das nicht verletzt. Dass dich das selbst jetzt nicht verletzt, wenn du erfährst, dass er dich so lange angelogen hat. Versuch ihm da einfach ein bisschen entgegenzukommen. Vielleicht hat er wirklich Angst, dass du überreagierst, dass du verletzt bist, dass du sauer bist und so weiter. Aber ich habe ihm das schon klar gemacht. Also ich habe ihm gesagt, ich bin dir dann auch nicht böse und du brauchst mir auch nicht unbedingt einen Namen nennen. Ich möchte das halt nur wissen. Und er sagt dann halt immer wieder, ja, nee, hab ich nicht. Und dann sage ich so, ja, dein bester Freund hat mich auch angelogen. Und dann sagt er gar nichts mehr. Dann sagt er, ja, hat er wohl. So, ne? Also er geht da nicht so drauf ein. Halt, und ne? ich frage es jetzt nochmal. Dieses Gespräch führt ihr seit 5 Jahren. Nicht jeden Tag, aber schon über 5 Jahre hinweg kommt das immer wieder mal als Gespräch auf. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich vermute fast, dass der sich so verbissen hat in seiner Lügerei, dass der Angst hat, da wieder rauszugehen. Wie gesagt, ich würde an deiner Stelle dieses Thema jetzt erstmal zur Seite legen. Kommst ja eh nicht weiter. Ja. Und wenn wirklich jetzt was ansteht und du das auch beweisen kannst, dann kannst du richtig auf den Tisch schauen. So würde ich jetzt erstmal den Mund halten. Das macht euch beide nur verrückt und mürbe und das ist ja schon richtig ritualisiert, dieses Gespräch. Er streitet es ab, du sagst das und dann bist du sauer und er ist verspannt und das ist nicht gut. Ja, ich weiß, also unsere Ehe leidet da jetzt auch richtig drunter, das merke ich auch. Ja, also versuch mal, wie gesagt, dieses ein bisschen zur Seite zu schieben. Ja, ich versuche das mal. Und sei nicht zu misstrauisch, aber mit wachem Auge geh an die Sache ran. Und dann darfst du auch auf den Putz hauen. Jetzt musst du erstmal ein bisschen still sein. Ja, okay, ich versuche. Stefanie, alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde. Ich möchte euch unser Thema von morgen sagen. Das Thema morgen heißt mein liebster Gegenstand. Also was ist das für euch? Welcher Gegenstand ist für euch sehr, sehr wichtig, mega wichtig? Also, ich habe es vorige Woche schon gesagt, ich will jetzt nicht mit euch über irgendwelche Glücksbringer-Geschichten erzählen. Hier ein Teddybär und hier irgendwie ein Anhänger. Sowas nicht. Nein, nein. Also schon was richtig Gravierendes, wo ihr sagt, dieser Gegenstand, also es gibt ja beispielsweise Autofetischisten, die sagen, dieses Auto ist mein Leben. Und dann kommt erstmal gar nichts und dann kommt meine Freundin. Aber das Auto ist super wichtig. Zum Beispiel, also der wichtigste Gegenstand oder mein liebster Gegenstand. Darüber möchte ich morgen gerne mit euch reden. Und wenn ihr euch heute anmelden wollt schon, dann macht das unter domian.wdr.de. Heute freie Themennacht und weiter geht es mit der Lavinia. Stimmt das?
Ja. Lavinia. 25 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Lavinia. Und zwar, Domian, ich habe ein Problem. Und zwar, ich habe eine Freundin, mit der ich seit 1995 verheiratet bin. Moment, ich habe kein Wort verstanden. Entschuldigung, eine Freundschaft, die ist seit 1995 mit meiner Freundin. Ich verstehe immer kein Wort. Also, es ist eine normale Freundschaft. Sprich mal ein bisschen langsamer. Ja, ich habe eine Freundschaft. Du hast eine Freundschaft? Seit 1995. Seit 1995, eine Freundschaft mit einem Mädel. Ja, mit einer Freundin halt. Ja. Ne? Eine normale Freundschaft. Ja. Und die ist seit 4 Jahren verheiratet. Ja. Das Problem ist halt, in diesen 4 Jahren, wo sie verheiratet ist, hat sie halt sich mehrmals getrennt und ist wieder zusammengekommen. Mit ihrem... Und während dieser Trennungszeiten hatten ihr Nochmann und ich halt eine Affäre, sagen wir mal so. Oh, das ist hart. Es war nichts Beziehungsmäßiges, es war halt nur Fremdgehen. Und das Problem ist halt jetzt, dass sie in der Scheidung lebt, also genau, im Trennungsfall lebt, vor der Scheidung. Genau, wie ist die Situation im Moment? Sie lebt in Scheidung? Ja, sie lebt in Scheidung. Sie wollen sich halt scheiden lassen, bis die Scheidung halt nächstes Jahr durch ist. Und das Problem ist halt, dass er jetzt halt auszieht und er dann halt verklagen will und dann die Hausbesuche verklagen will. Und ich, du, und musst, er, du, musst ein bisschen, halt, du musst ein bisschen langsamer und deutlicher sprechen. Ja. Ich kann es nicht richtig verstehen. Also, er will sie verklagen? Er will das Jugendamt und die Haushaltshilfe verklagen. Und die Haushaltshilfe? Wegen unterlassener Hilfeleistung, also angeblicher unterlassener Hilfeleistung. Wer ist denn die Haushaltshilfe? Irgendeine Angestellte? Ja. Oder? Und wegen unterlassener Hilfeleistung? Ja. Warum? Weil er angeblich, weil also er der Meinung ist, dass da nicht was richtig läuft und dass die halt Sachen übersehen hätten und die halt deswegen verklagen. Wie Sachen übersehen hätten? Und er meint, dass sie halt Zeugen brauchen. Moment, ich verstehe das ja gar nicht genau. Wie Sachen, welche Sachen übersehen haben? Was für Sachen? Ja, weil er halt meint, dass, also wie er sagt, dass meine Freundin halt, zum Beispiel schon kein Geld mehr hat, dass die Kinder nichts essen geben, dass die Kinder ungepflegt werden. Es gibt Kinder. Ja, er hat drei Kinder. Ah, verstehe. 4 Jahre, 2 Jahre und 1 Jahr alt. Ah ja. Und halt, er ist ja halt der Meinung, dass die Kinder nicht in den richtigen Händen wären. Ja. Und... Also bei ihr nicht in den richtigen Händen wären. Ja, und das Jugendamt halt nichts tun würde. Ja. Und deswegen wollte er halt das Jugendamt und die Haushaltshilfe verklagen. Ja. Und er meint, er braucht dafür eine Zeugin. Ja. Jetzt erpresst er mich damit, dass ich für ihn aussage, er halt alles meiner Freundin erzählen will. Aha. Und damit wäre die Freundschaft 1995 am Ende. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, verstehe. Großer Konflikt. Nun hast du natürlich erstmal, hast du selbst viel Schuld an der Backe, weil du dich darauf eingelassen hast, auf die Sache. Ja. Andererseits kann man sagen, wenn wie ich es gerade, ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe, dass du diese Affäre mit diesem Ex-Mann deiner Freundin hattest, ja, in den Zeiten, als die auseinander waren. Stimmt das? Ja. Also ganz streng genommen moralisch stehst du gar nicht schlecht da. Im Endeffekt war ich ja nicht wirklich fremdgehen, weil sie dann ja nicht mehr zusammen waren. Genau, also du hattest nie mit dem Sex, während er mit deiner besten Freundin wirklich zusammen war. Genau. Genau. Warum hast du es denn ihr dann nicht mehr erzählt, dass das passiert ist? Ja, weil sie halt vorher schon erwähnt hatte, wenn es jemals so weit kommen würde oder sie das jemals erfahren würde, dann wäre die Freundschaft sofort vorbei. Auch wenn halt es nicht zu dem Zeitpunkt gewesen wäre. Als die damals getrennt waren zwischenzeitlich. Weil ich habe sie halt früher mal gefragt, was wäre wenn. Ja. Und daher weiß ich das halt. Ja. Deswegen bin ich jetzt in einem großen Konflikt. Ich verstehe. Lass mich noch fragen. Als die beiden damals getrennt waren, war die Trennung von ihr ausgegangen oder von ihm? Von beiden aus. Von beiden war die ausgegangen. So, und jetzt erpresst er dich. Er sagt, wenn du nicht da eine Aussage machst, die zudem auch noch gelogen wäre, diese Aussage... Ja. Also er verlangt von dir, dass du lügst. Genau. Das ist gar nicht so, wie er es sagt. Die Kinder werden schon ordentlich versorgt von deiner Freundin. Ja, doch. Wirklich? Meine Kinder werden halt schon gut behandelt und alles. Ja. Nur halt, das mit dem Geld, das stimmt schon, aber ansonsten werden die Kinder halt gut behandelt. Das mit was stimmt schon? Das mit dem Geld halt. Mit dem Geld, ja. Ja. Und was konkret, hat er konkret gesagt, was er von dir verlangt, was du sagen sollst? Ja, er will halt, dass ich zu seinen Gunsten aussage.
Ja, klar, das habe ich schon verstanden. Wenn er das Jugendamt verklagt. Ja, hat er schon gesagt, was konkret du aussagen sollst? Nein, das hat er halt doch nicht gesagt. Aber das würde er dir dann wahrscheinlich noch vorgeben. Ja. Er hat halt nur gesagt, dass er eine Zeugin braucht, die ihm das alles bestätigt, dass es halt so ist. Und ja, weil ich das halt nicht tun würde, ne? Ja. Würde er das alles weitererzählen. Mhm. Also jetzt frage ich dich nochmal, weil ich das wichtig finde, dass die Hauptvorwürfe, die er macht, findest du haltlos, die findest du nicht gerechtfertigt. Genau. So. Mhm. Dann ist die Lage zwar verzwickt, in der du bist, aber eigentlich auch klar. Nämlich, dass du dich auf keinen Fall erpressen lassen darfst. Und ja, dass du natürlich jetzt auch das Risiko eingehen musst, dass deine Freundin das erfährt. Das Beste wäre allerdings, wenn du jetzt so schnell wie möglich das Gespräch mit deiner Freundin suchen würdest, bevor er das tut. Dass du ihr sagst, pass mal auf, da ist das und da, ich muss es dir jetzt sagen, da ist das und das passiert und jetzt versucht er mich auch noch zu erpressen. Die Gefahr besteht vielleicht, dass du deine Freundin verlierst. Aber diese Gefahr musst du einfach in Kauf nehmen, weil das ist das Korrekteste, was du machen kannst jetzt. Ja, du, das Problem ist, ich kann ja nicht mal unter die Augen treten. Ja, aber wenn du dich noch weiter hineinziehen lässt in diese ganze Geschichte, kannst du ihr noch viel weniger in die Augen treten. Stell dir mal vor, du sagst gegen sie aus und lügst auch noch für ihn, wohl wissend, dass das nicht stimmt. Wie stehst du denn dann da, wenn das vielleicht irgendwann rauskäme? Oder vor allen Dingen, es kommt nicht, deine Freundin würde es ja auch erfahren, wenn du aussagen würdest. Naja, das stimmt. Das passiert ja nicht im Geheimen, diese Aussage. Dann wird deine Freundin dich auch fragen, was ist denn mit dir los? Was machst du denn? Ja. Also, die Sache ist völlig klar. Du musst ganz schnell ein Gespräch mit deiner Freundin suchen. Erstmal ist es für dich gut, dann hast du die Schuldlast von der Seele. Und er kann dir nichts mehr wollen. Und vor allen Dingen kann er dich nicht erpressen. Ja, stimmt. Musst du machen, musst du jetzt durch, Lavinia. Und im Grunde genommen hast du ja auch gar nichts Schlimmes getan. Im Grunde genommen. Die beiden waren nicht zusammen in der Zeit. Ja, aber für sie ist es halt trotzdem schlimm. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Aber es wäre viel schlimmer, muss man ja auch mal sehen, wenn du das gemacht hättest, während die zusammen waren. Ne? Das wäre viel schlimmer. Ja, nee, so war es ja nicht. Nee, so war es nicht. Das habe ich schon verstanden. Also du musst jetzt mit ihr reden, Lavinia. Unbedingt. Und ganz schnell. Ja, ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Gleich. Tschüss. Tschüss. Hier ist Denise, 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Denise. Was ist dein Thema? Warum hast du angerufen? Und zwar, es geht um mich und meinen Mann. Ja. Wir sind seit 2 Jahren verheiratet. Ja. Haben seit 7 Monaten einen kleinen Sohn zusammen. Ja. Und seit der Kleine halt auf der Welt ist, läuft überhaupt nichts mehr zwischen uns. Sexuell? Ja, richtig. Mhm. Genau, du kannst es genau an dem Zeitpunkt festmachen, seitdem er da ist. Und wie war es während der Schwangerschaft? Ja, nicht so viel. Das kam dann auch von mir aus, wegen dem Kleinen halt auch. Mhm. Da kamen uns beide halt ein bisschen komisch vor. Und ja, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann halt aus dem Krankenhaus draußen war, absolut überhaupt nichts mehr. Also es ist richtig schlimm geworden. 7 Monate ist der Kleine jetzt alt? Ja, genau. War dein Mann bei der Geburt dabei? Ja, genau, der war dabei. Und jetzt habe ich halt auch die ganze Zeit im Hinterkopf, dass er, ja, der hat das ja alles gesehen, dass er sich vielleicht ekelt oder so, ich weiß es nicht. Gibt es natürlich alles. Gibt es alles. Ja, klar. Mhm. Hast du mit ihm offen darüber gesprochen? Ja, ich habe ihn direkt darauf angesprochen und er sagt dann halt, im Moment hat er halt keine Lust und würde halt lieber kuscheln. Da kann man ja dann immer weiter fragen. Okay, im Moment hast du keine Lust, aber warum hast du im Moment keine Lust? Hast du das auch mal, hast du dich das getraut? Ja, da habe ich gefragt, ob das vielleicht an mir liegt und nein, er liebt mich noch über alles und er kann das selber nicht erklären, warum halt im Moment. Hast du immer so ganz offen gefragt, hast du dich eigentlich geekelt, als du das alles so gesehen hast, den Vorgang der Geburt und alles, was damit zusammenhängt? Hast du ihn so klar gefragt? Ja, so direkt nicht. Ich habe halt gefragt, ob das, ob er sich ekelt jetzt oder ob, ob er das irgendwie mit einem anderen Gefühl dran geht, aber da sagt er halt nein. Und hat damit überhaupt nichts zu tun. So, das heißt, du stehst da und stocherst im Nebel und weißt überhaupt gar nicht, woran du bist. Genau, und sobald ich halt näher darauf eingehen will, blockt er halt total ab. Und vorher war die Sexualität richtig gut, alles im grünen Bereich.
Ja, war alles wunderbar. Völlig entspannt und wie es sein soll. Mhm. Ja, genau. Ja, also, da muss irgendwas ist in ihm passiert. Ja, ich glaube auch. Ja, und das hat natürlich irgendwas entweder mit der Geburt zu tun oder mit dem Kind zu tun. Wie verhält er sich dem Kind gegenüber denn? Ja, super. Also super. Die beiden unzertrennlich und ja, also ich weiß nicht, eigentlich, wenn man das von außen betrachtet, vielleicht, wenn man das alles in der Beobachterperspektive sieht, richtige kleine Bilderbuchfamilie eigentlich. Mhm. Bis auf das eine. Ja, genau. Und aber ich finde, das gehört ja nun doch auch ein bisschen dazu. Klar, klar. Aber so die Zärtlichkeiten und das Kuscheln, wie du gerade sagtest, das funktioniert schon. Das funktioniert alles einwandfrei, klar. Mhm. Und er macht ja auch Andeutungen und krault und nimmt mich in den Arm und ja, sonst so hat sich groß eigentlich gar nichts geändert. Hast du denn mal so ein paar Versuche unternommen, dass es dann so ins Sexuelle geht und hat er abgewehrt? Ja, blockt er halt total ab und ja, sobald ich dann irgendwelche nächsten Schritte mache, sag ich mal, knallt er mir halt vor den Kopf, was machst du denn da und lass das. Mhm. Ja, aber solange ich dann halt nur lieb im Arm rumliege, ist alles in Ordnung. Ja. Ja, wäre ich an deiner Stelle auch sehr irritiert und würde mir auch tausend Gedanken machen. Liegt's an mir, liegt's an dem Vorgang oder was weiß ich. Ja. Nur sind 8 Monate vergangen oder 7 Monate. 7 Monate sind schon eine ganz Reihe, schon eine gute Zeit. Genau, von daher glaube ich auch nicht mehr, dass das halt im Moment nur so eine Phase ist. Weil das ist schon eine ziemlich lange Phase. Vielleicht könntest du es so machen, dass du ihn noch einen Monat oder so, dass du ihm den noch gibst. Ja. Und wenn dann immer noch nichts Gravierendes geschieht, dass du dann nochmal aber sehr intensiv das Gespräch suchst. Mhm. Und ihn wirklich bittest, richtig in sich zu gehen und irgendwie eine Andeutung wird er in sich spüren, was da los ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich mit ihm jetzt reden würde, dass wir da was rausbekämen. Mhm. Wenn er dann immer noch dicht macht, dann also würde ich. Im Moment blockt er halt total extrem ab. Also der geht überhaupt nicht auf mich ein und auf die Gespräche halt. So, dann musst du leider das vorschlagen, was dann viele Männer nicht hören wollen. Dann würde ich dir sehr raten, dass du eine Eheberatung ansprechen würdest. Mhm. Dass ihr beiden da mal hingeht und mit einem Fachmann zusammen über die Problematik sprecht. Und wenn er guten Willens ist, das kann man daran sehen, wenn er sagt, ja, okay, mache ich. Ja. Das würde mir zeigen, dass er wirklich nicht so richtig weiß, was mit ihm los ist und er nimmt die Hilfe in Anspruch. Mhm. Wenn er blockt, ist das erstmal ein schlechtes Zeichen, weil er eben dann auch nicht bereit ist, etwas für euch zu investieren, etwas für euch auf die Waagschale zu werfen. Ja, klar. Also dann besteht ja im Prinzip gar kein Interesse, dass er das dann ändern möchte. Mhm. Also, gib ihm noch einen Monat ungefähr. Ja, mach. Ich schlage noch vor, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, dass du dann in einem Monat auch ein paar Adressen an der Hand hast, was du tun kannst und wohin du dich wenden solltest, wo ihr euch hinwenden könnt. Ja, das ist ja nett. Dann ruft die Simone, meine Psychologin, dich gleich an, Denise. Ja, alles klar. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Ja, auch tschüss. Und weiter geht es mit der Anke. Und Anke ist 19. Hallo, Anke. Hallo. Hallo. Und was geht's bei dir? Also es geht um die Trennung von meinem Ex. Mhm. Ich komme mit der Trennung nicht klar. Wie lange seid ihr jetzt schon getrennt? Seit letztem Jahr im April, also so richtig eigentlich. Also ungefähr ein Jahr. Ja. Und wie lange wart ihr vorher zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre, das ist so in dem Alter schon eine lange Zeit. Ja, schon. Ja, finde ich schon. Mhm. Und warum ist es zu der Trennung gekommen? Er hat mich geschlagen in der Beziehung. Mhm. Oft? Ja, also Anfangszeit nicht, aber dann hat sich das schon gehäuft, halt durch Streiten und so weiter. Ja, heftig geschlagen? Ja, schon. Ich bin 2 Mal im Krankenhaus deswegen gewesen. Oh, und was war da passiert? Also einmal, da habe ich mir dummerweise beim Handballspielen den Fuß gebrochen, bin dann halt die ganze Zeit mit Krücken gelaufen und dann haben wir uns halt auch wieder gestritten und dann ist er halt mit der Krücke auf mich losgegangen. Mhm. Halt Hämatome am ganzen Körper dadurch. Hat mit der Krücke auf dich eingeschlagen? Ja, genau. Mhm. Und das andere Mal war, weil ich eine Fehlgeburt hatte. Weil? Dadurch hinterher. Weil du eine Fehlgeburt hattest. Hat er dich geschlagen? Nee, ich er hat mich geschlagen, also im Bauch geschlagen und so weiter und dadurch habe ich dann eine Fehlgeburt bekommen. Wollte er das bewirken? Nein. Nein. Nein, also denke ich nicht. Und
was waren das für Anlässe, wenn er so ausgerastet ist? Ja, wir haben uns gestritten und er ist dann halt so ein Typ, geht dann halt gerne ein aus dem Weg und geht dann halt weg. Ja. Und spricht halt nicht gerne über seine Probleme. Ja. Und ich bin dann schon eher so diejenige, die dann halt schon gerne darüber sprechen möchte. Mhm. Und habe ihn dann halt oft provoziert, habe mich dann halt vor Türen gestellt, habe ihn nicht rausgelassen. Mhm. Und ja, dann wurde er halt handgreiflich mir gegenüber und ja, ging waren, dann halt immer weiter. Waren das Streitereien, waren das eher Kleinigkeiten oder auch manchmal große Sachen? Es waren eigentlich immer nur Streitigkeiten. Ja, Streitigkeiten, also geringere Anlässe. Nichts, ja, genau. nichts gravierendes. Also, nee, es war nichts Großes. Mhm. Meistens irgendwie Geldsachen oder sonst was, um sowas. So, das hört sich ja schon alles nicht sehr schön an. Die Trennung ist dann von wem ausgegangen? Von ihm aus. Ich bin dadurch, dass halt so viel vorgefallen ist, war hinterher auch nicht mehr so viel Liebe im Spiel von seiner Seite aus. Denk also, das heißt, ja, er hat mich halt nicht mehr in den Arm genommen oder sowas halt. Er hat mir nicht gezeigt, dass er mich noch lieben tut und bin dann halt fremdgegangen. Du bist fremdgegangen? Mhm. Und das hat er mitbekommen? Es war mit dem Nachbarn, dummerweise. Ja. Und daraufhin hat er dann gesagt, Schluss, aus. Genau. Hat er dich da auch nochmal geschlagen zum Schluss? Danach. Auch nochmal, als er das rausgekriegt hat, dass du mit dem Nachbarn fremdgegangen bist? Genau. Da hat er dich auch nochmal geschlagen? Ja. Mann, Anke, das hört sich aber alles sehr, sehr, sehr schlimm an, finde ich. Sehr schlimm. Das ist jetzt fast ein Jahr vorbei und du kommst mit der Trennung nicht zurecht, sagst du. Gar nicht. Inwiefern nicht? Träumst du ihm, hast du Sehnsucht nach ihm? Ja, auf jeden Fall. Hast du Sehnsucht danach, geschlagen zu werden? Nein, ich weiß es nicht. Sagen viele, wenn ich viel über ihn spreche oder so, sagen viele von wegen, ja, wenn du ihn immer noch hinterher heulst, dann brauchst du das. So ungefähr. Ja. Ein halbes Jahr, bevor ich bei ihm ausgezogen bin, das war so, wir haben uns eigentlich schon vor April getrennt, sozusagen. Hatten dann aber noch eine reine sexuelle Beziehung. Mhm. Und in diesem halben Jahr ist er halt bei einer Psychiaterin gewesen, aber auch aus privaten Gründen. Mhm. Und hat sich dann auch geändert. Und in diesem halben Jahr, wo wir nur dieses rein sexuelle Beziehung hatten und wo wir nur halt sozusagen WG-mäßig zusammen gewohnt haben, Aber ihr habt ja noch zusammen gewohnt. Ja, genau. Wir haben auch noch zusammen im gemeinsamen Bett geschlafen und so weiter. Mhm. Hat er mich gar nicht angeschlagen. Überhaupt nicht. Mhm. Gut, aber das war ja auch eine Sondersituation. Ihr wart ja de facto irgendwie getrennt. Mhm. Und das waren nicht die Spielregeln einer Liebesbeziehung. Und warum ist es dann gänzlich? Warum ist er dann ausgezogen? Nein, ich musste gehen. Er wollte das? Ja. Genau, es war halt, wo wir zusammengezogen sind, war ich gerade mal 16. Mhm. Bin auch relativ früh, also ich bin auch 150 Kilometer für ihn weggezogen. Das ist schon mal das nächste Problem für mich. Bin extra in eine ganz andere Stadt gezogen für ihn. In der du jetzt auch noch wohnst? Ja, genau. Ja. Lass mich nochmal fragen, diese Geschichte mit dem Nachbarn, die ist aber passiert, als ihr offiziell noch ein Paar wart. Oder sozusagen, während dieser Sexphase? Sozusagen eigentlich schon, ja. Hm, genau. Was jetzt? Als ihr ein Paar wart? Ja. Und warum hat er dann gesagt, nun zieh aber aus? Warum hat er die WG aufgelöst quasi? Ich denke, er hat zu mir gesagt, er will so nicht weitermachen. Er dachte einfach, also er wusste das. Ich habe ihm immer noch gesagt, von wegen, ich liebe dich und hier und so weiter. Und ich denke einfach, also er hat zu mir dann gesagt, ja, er will das nicht mehr, weil er mir keine falschen Hoffnungen machen möchte. Mhm. Das heißt, und er liebt dich nicht mehr. Also ich weiß nicht, aber ich denke schon, dass es noch irgendwie Gefühle sind. Wenn wir uns so treffen oder so, dann ist es einfach so, ja, weiß ich nicht, so wie... Ja, man interpretiert natürlich immer in alles irgendwas rein. Und dass da natürlich irgendwie Gefühle auch noch da sind, wenn man 3 Jahre miteinander verbracht hat, ist ja auch völlig normal. Aber er hat zu dir gesagt, er will dir keine falschen Hoffnungen machen. Genau. Und hat dir gesagt, zieh aus. Genau. Mhm. Aber das Komische war, einen Tag bevor ich an dem Tag, wo ich ausgezogen bin, hatten wir nochmal das letzte Mal sozusagen Sex. Mhm. Und da bin ich auch schwanger geworden. Mhm. Und du? Ja, habe ihm das dann auch erzählt. Also das war dann in der Zeit, wo ich dann eine Woche, nachdem ich ausgezogen bin, war ich bei Oliver Geisen. Ja. Habe ihn nochmal um eine zweite Chance gebeten und so weiter. Mhm. Habe da in der Show aber nichts davon erzählt, dass ich schwanger bin oder sonstiges. Mhm.
Hat mich dann aber darauf abgewiesen, dass er erstmal Abstand möchte und vielleicht später nochmal irgendwas sehen könnte, weil das könnte er nicht abstreiten. Ja. Und er könnte auch nicht abstreiten, dass er halt keine Gefühle mehr für mich hätte. Was ist aus der Schwangerschaft geworden? Das Problem war dann einfach, ich habe ihm das dann erzählt und er meinte dann auch zu mir, aufgrund dessen würde er es dann vielleicht, also wenn das Kind da wäre, vielleicht nochmal mit mir probieren und so weiter. Mhm. Und das Kind habe ich dann aber im dritten Monat verloren. Ja, und danach hat er sich dann in diesen ersten 3 Monaten so um dich gekümmert ein bisschen? Ja, das schon. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber danach war dann wieder Schluss? Ja, er war dann halt an dem Tag, wo ich im Krankenhaus lag, hat er mich halt aus dem Krankenhaus geholt. Mhm. Ja, die Situation war dann natürlich richtig scheiße sozusagen. Mhm. Anke, ja, mein mehr oder weniger gesunder Menschenverstand sagt mir, mach einen Schlussstrich unter diese Sache und denke mal darüber nach, was mit dir los ist, dass du immer noch einem Menschen hinterher trauerst, der so Sachen mit dir gemacht hat, der dich 2-mal krankenhausreif geschlagen hat. Das allein ist schon so heftig, finde ich, dass man nicht darüber hinweggehen darf. So, und alles, was dann hinterher noch passiert ist, dieses Hin und Her und vielleicht, das ist alles ein Indiz dafür, dass der will dich nicht. Der will dich nicht. Wenn der dich wollen und dich wirklich geliebt hätte, wärt ihr noch zusammen und er hätte sich vor allen Dingen dir gegenüber ordentlich verhalten. Das hat er aber nicht. Eigentlich ist es für dich ein Glück, dass du ihn los bist. Und du solltest nicht nach hinten gucken, aber du guckst immer zu nach hinten. Das ist das Schlimme. Und du guckst nicht nach vorne. Ja, nur das Komische ist, ich hatte danach 2 Beziehungen. Mhm. Ich bin jetzt eigentlich auch in einer Beziehung sozusagen, mit jemandem seit 3 Monaten. Mhm. Und war davor auch mit einem in einer Beziehung. Und jedes Mal, wenn ich eine Beziehung habe, macht er mir die Beziehung zur Hölle, also mein Ex sozusagen. Ach, er funkt dann irgendwie da rein? Ja. Was heißt genau das? Er ruft an oder was tut er? Ja, allgemein, wenn man sich zum Beispiel auf einen Geburtstag trifft oder so, das ist jetzt zum Beispiel bei meinem letzten Freund so, wir waren auf einem Geburtstag und da war ich dann halt auch mit meinem derzeitigen Freund da. Mhm. Und da sind dann halt solche Aktionen gelaufen, wie zum Beispiel, da bin ich aufs Klo gegangen, er kam mir hinterher, hat sich dann halt vor die Klotür gestellt und ja, also Dinge und hat mir irgendwelche Dinge am Kopf gehauen. Und Anke, das spricht alles gegen diesen Mann. Der macht, der spielt seine Machtspielchen mit dir. Und der weiß, dass er es machen kann. Ja. Und er weiß, dass er Zugang bei dir hat. So. Und da musst du einen Riegel vorschieben. Ich glaube auch, dass du dich noch immer nicht richtig auf eine Beziehung einlassen kannst, weil du diesen Kerl noch im Kopf hast. Ja. Und ich würde an deiner Stelle auch alles dran setzen, dem aus dem Weg zu gehen in der nächsten Zeit. Alle Treffen, wo vorhersehbar ist, dass der da auch auftaucht, würde ich gar nicht hingehen. Ich würde auch jeglichen Kontakt, Telefonkontakt und SMS-Kontakt, alles abbrechen. Du musst da eine radikale Lösung finden. Dieser Typ ist für dein Leben nicht gut. Der macht dich kaputt. Und das hat er jetzt schon lange genug getan und ist auch gut. Ja, es ist schwer für mich. Ja, aber das ist mir klar, dass es schwer ist. Aber du musst auch was dafür tun. Ich habe den Eindruck, dass du dich zu sehr gehen lässt. Dass du dich zu sehr immer wieder in diese Welt hineinziehen lässt. Mit ihm, von ihm. Das ist Schluss, das ist Vergangenheit. Guck jetzt, wenn du jetzt eine Beziehung hast und das läuft einigermaßen gut, investiere da deine Gefühle und deine Konzentration rein. Weg von der Vergangenheit. Der hat dich geschlagen, verdammt nochmal. Was macht, schlägt man einen Menschen krankenhausreif, den man liebt? Eigentlich nicht. Nein, nicht nur eigentlich, sondern nein. Und das ist auch nicht verzeihlich mehr. Das musst du dir, ich glaube, eine gute Strategie ist immer, wenn man von Menschen loskommen will, dass man sich die negativen Sachen immer wieder vorhält und immer wieder in den Kopf hämmert. Immer das Negative. Nicht die schönen Sachen, die sich ja auch gegeben hat. Weil die reißen dich wieder zurück. Nein, hol dir die negativen Sachen rein. Das ist die Therapie, mit der man sich lösen kann. Mühsam, ist mir klar. Ja, das Problem ist, wo ich in der Beziehung noch mit ihm war, habe ich immer die schlechten Seiten oder so, also die schlechten Tage und so habe ich immer verdrängt. Mhm. Ja, und schlimm genug, dass du es verdrängt hast. Jetzt verdrängen es mir endlich nicht mehr. Mhm. Versetze dich rein, wie das damals war, als er dich geschlagen hat.
versetze dich rein, welche Angst du hattest, versetze dich da rein, wie das war, als du im Krankenhaus lagst. Versetze dich da rein, was für Schmerzen du hattest und so weiter. Und wie demütigend. Das Problem ist, er war dann auch immer für mich da in der Zeit und danach war er dann halt auch immer für mich da. Das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Ist völlig egal. Nur ist auch gut mit bereuen. Man kann vielleicht einen Fehlgriff mal machen, aber dann ist auch gut. Liebe Anke, in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Und schaffe es. Ja, hoffe ich. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt mein liebster Gegenstand. Morgen möchte ich gerne mit euch reden über Dinge, die lebensbestimmend für euch sind. Vielleicht sogar lebenswichtig, wo ihr sagt, ohne diesen Gegenstand kann ich eigentlich gar nicht leben, will ich auch nicht leben. Es dreht sich fast alles um diesen Gegenstand. Das müssen gravierende Sachen sein, nicht der kleine Glücksbringer oder die Kuscheldecke zum Einschlafen. Nein, nein, das müssen schon größere Sachen sein, über die ich da mit euch morgen spreche. Mein liebster Gegenstand, mein wichtigster Gegenstand. Wenn ihr euch schon anmelden wollt, dann mailt unter domian@rde und vergesst nicht, eure Telefonnummer auch drauf zu schreiben. Hier ist Melanie. Melanie ist 21. Hallo Melanie. Ja, hallo Domian. Hallo. Dein ja. Thema. Ja, mein Thema ist, also ich habe seit ungefähr 3,5 Jahren einen Freund und ich kann es halt irgendwie einfach nicht lassen, ihn zu betrügen. Ich liebe ihn. Ja. Du betrügst ihn? Ja. Wie oft hast du ihn in diesen 3,5 Jahren schon betrogen? Oh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich hab's nachher nicht mehr mitgezählt. So in diesen 3,5 Jahren vielleicht 50, 60 Mal. 50, 60 Mal? Ja. 50, 60 Mal? Ja, ich habe auch überlegt, ob ich deswegen vielleicht mal zum Arzt gehe. Naja, nur langsam. Dann reden wir erstmal. Weil ich das nicht normal finde, nur. Was sind das für Leute, mit denen du ihn betrügst? Ja, was sind das für Leute? Das sind ja, Männer, gut aussehende Männer. Ja, ja, das ist. Gehe ich schon von aus. Nein, ich meine, sind das so eine Nachtgeschichten, die du irgendwie aufgabelst oder sind das Bekannte von dir? Na, das ist ganz verschieden. Das sind mal Bekannte, dann auch mal was über Monate halt, wo ich dann zweigleisig fahre. Ah ja. Aber du hast dich in diesen Jahren nicht verliebt parallel, sondern das waren immer Sexgeschichten. Ja, es waren immer nur, also lieben, ich tue ihn ja lieben. Also ich liebe ihn ja immer nicht. Ja, ja, aber es hätte ja sein können, dass du dich parallel auch noch in einen anderen Typ verliebt hättest. Das nicht. Nee, es war nur der Sex. Es war nur mal der Sex. Ist es wirklich der Sex, der dich antreibt, ihm fremd zu gehen? Ist es die Geilheit? Ja, und auch so, ich habe auch, das ist es auch. Ich habe manchmal oder ziemlich oft halt, naja, ziemlich komische Träume auch. Nämlich? Ja, ich träume zum Beispiel davon, wie mehrere Männer mir dann ins Gesicht ejakulieren oder... Ja, also wilde Sexträume. Krass, ja, praktisch. Pornografische ja. Sexträume. Ja, wie ist denn der Sex mit deinem Freund? Na, eher 0815 eher. Blümchen, die Blümchennummer. Ja, genau. Das heißt, du fühlst dich da schon nicht ausgelastet? Nicht wirklich. Und ich meine, wir kennen uns ja jetzt halt auch schon länger als diese 3,5 Jahre. Ich kenne ihn... Oh, seitdem wir klein sind, aus dem Sandkasten praktisch noch und er ist ein ziemlich vernünftiger, ja, fast schon ein bisschen bieder, würde ich sagen. Und wenn ich ihm jetzt meine Fantasien anvertrauen würde. Hast du Angst, er geht laufen? Nee, das nicht, aber dann würde er schockiert sein von mir, nicht nur als seine Freundin halt auch. Dann würde er denken, ist die pervers oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Ich meine, wahrscheinlich würde er schon laufen gehen, wenn er erfahren würde, was du mir gerade erzählt hast. Ja. Ne? Wenn er das erfahren würde, wäre wahrscheinlich sofort alles vorbei, oder? Ja, das könnte natürlich sein. Ja, das würdest du ja genauso machen. Ja, ich meine, damit recht würde ich natürlich auch rechnen, aber ich kann es nicht lassen irgendwie. Ich habe es wirklich, Domian, ich habe es wirklich versucht, ne, ihm treu zu bleiben. Es war sogar schon so weit, dass ich über Wochen nicht rausgegangen bin, mich nicht mit Freundinnen getroffen habe zum Weggehen oder wann, so. Wann bist du denn das erste Mal fremdgegangen, nachdem ihr zusammengekommen wart? Wie lange? Also 3-4 Monate. 3-4 Monate und dann gingen die Pferde durch mit dir. Ja. Auf Deutsch gesagt. Ja. Genau. Ja, ist natürlich blöd so. So kann das nicht gehen. Ja. Im Prinzip ist es das Todesurteil wahrscheinlich für eure Beziehung, wenn du es sagen würdest. Du sagst, du liebst ihn, aber er lastet dich nicht aus. Er ist ein bisschen bieder, aber irgendwie liebst du ihn. Ja, er gehört irgendwie zu mir, aber irgendwie... Es ist halt auch seine... Sag ich jetzt mal... Er hat jetzt halt nicht... den größten, so zu sagen,
Das ist, vielleicht hört sich das oberflächlich an, aber ich finde das halt so. Mhm. Und naja, das kann man ihm nur nicht einfach sagen. Mhm. Nee, das kann man ihm nicht sagen. Aber Sexualität ist natürlich ein gravierender Punkt in der Beziehung. Und wenn das so sehr nicht funktioniert wie bei euch, kann man natürlich die ganze Beziehung in Frage stellen. Und die stelle ich eigentlich in Frage bei dir. Letztendlich müsstest du konsequent sein und müsstest diese Beziehung beenden. Ja, könnte ich das nicht einfach so halt. Es wäre falsch, wenn ich es einfach weiterführen würde, ne? Finde ich schon, ja. Finde ich schon. Es ist einfach Lug und Trug am Partner. Und selbst würde man ja auch nicht gerne so behandelt werden wollen. Ja, aber ich will ihm das nicht sagen. Nee, weil. Nein, die Verletzung wäre irre groß, wenn du ihm das jetzt sagen würdest. Deswegen, das Größte von dir wäre, was du jetzt tun könntest. Wenn du ihn jetzt verlässt. Aber tu ihm dann nicht noch an und erzähle ihm, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Damit machst du die ganze Zeit kaputt. Damit beschmutzt du ihm die ganze Zeit. Wenn du das schaffen würdest, wäre das ein großer Zug von dir. Ja, ich weiß nicht. Du willst natürlich jetzt im Moment alles haben. Du hast da dein geordnetes Zuhause, die Sicherheit, deinen braven, biederen Ehemann, wo alles schön geordnet läuft. Ja, Freund. Naja gut, ja genau, der Freund, ich meinte das im übertragenen Sinne. Und draußen lässt du die Sau raus. So, und das geht nicht, du kannst nicht alles haben. Du kannst vielleicht irgendwann einen Typ finden, der genauso drauf ist wie du und ihr lasst es krachen, das kann natürlich sein. Mit dem du vielleicht auch ins Swingerclub gehst und weiß ich was alles. Aber da musst du dir einen suchen, der so funktioniert wie du. Und solange du den nicht hast, solltest du Single sein und dein Leben leben. Dann ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, da kannst du 100 Kerle haben, ist ja egal. Aber du kannst es nicht haben, wenn du daneben einen Mann hast, der dich offensichtlich auch noch liebt, ne? Naja, ich weiß nicht. Ach, da bist du dir nicht sicher? Naja, ich kann das halt nicht einfach so wenden, das geht nicht. Weil da steht noch ein bisschen mehr zwischen uns halt. Was steht da dazwischen? Ja, wir haben halt ein Kind zusammen. Ihr habt doch ein Kind zusammen? Mhm. Ihr habt doch noch ein Kind zusammen? Ja. Mhm. Deswegen, eine kleine Tochter. Mhm. Schwierig. Du sagst, du kriegst dich nicht in den Griff. Du bist 21 Jahre alt und da sind sexuelle Fantasien, die sind so ausschweifend, dass du das nicht in den Griff bekommst. Ja, so in der Art ist das genau. Und wenn ich das jetzt alles offenbaren würde, also ich glaube, dann wird er auf jeden Fall auch am Rad drehen. Er ist halt nach außen ruhig. Ja, dann lass ihn am Rad drehen. Dann offenbare ihm, ich meine, wenn du dich trennen würdest wollen, auch wenn dein Kind da ist, wird das auf die Dauer. Bist du noch da? Hallo? Jetzt ist wahrscheinlich jemand ins Zimmer gekommen. Die Vermutung habe ich jetzt. Gut, dann können wir nicht weitersprechen. Dann müssen wir weiter mit Kalle reden. Und Kalle ist 38 Jahre alt. Hallo Kalle. Hallo. Hallo Kalle. Um was geht's bei dir? Ja, ich hab eine Freundin seit 4 Jahren. Mhm. Und seit 2 Jahren ist das mit dem Sexuellen dermaßen extrem und lästig und nervend. Haben wir es aber heute mit der Sexualität? Ja. Was heißt extrem und nervend? Ja, ich wohne im Ruhrgebiet, im Raum Recklinghausen. Ja, ich habe schon so ein bisschen gehört. Ja, am Slang hört man das, ja. Ja, genau. Ja. Und ich habe eine Bekannte auch aus dem Raum Recklinghausen und... sobald ich vom Job komme, wird sie umgezogen und sie dementsprechend auch reizen. Da geht er los ins Auto und dann Autobahnraststätten und in Aufzügen, Kaufhäusern. Wie, Moment, verstehe ich. Wie, du kommst von der Arbeit nach Hause. Ja. Dann zieht die Freundin sich schick an. Ja. Und dann will sie mit dir auf Autobahnrastplätze fahren. Richtig. Um was dort zu tun? Ja, sexuelle Betätigung und das andere zugucken und dass man erwischt werden könnte und. Ach so, das heißt also, die steht auf Sex in der Öffentlichkeit? Ja. Will sie nur, dass jemand zuguckt oder will sie auch, dass andere Jungs oder Paare mitmachen? Nur zugucken? Ja. Und das ist eben nicht nur auf der Autobahn, es ist auch noch, was hast in du? In Kaufhäusern, zwischen Kleidungsständern, in Aufzügen. Wie ist die denn drauf? Bitte? Ich sag, wie ist die denn drauf? Das frage ich mich auch. Mann, wie alt ist denn das junge Mädchen? 30. 30? Jo. 4 Jahre seid ihr zusammen? Jo. Und seit 2 Jahren geht das so, sagst du? Seit 2 Jahren geht das. Vorher war das normal? Ach, ganz normal. Und jetzt dreht sie am Rad? Jetzt geht es los, ja. Mann. Seit 2 Jahren dreht die Frau. Und was machst du vom Beruf? Ich bin vom Beruf im Computerwesen, habe ich zu tun. Im Computerwesen? Ja. Körperlich nicht so anstrengend, aber... Nö.
auch anstrengend, wenn man den ganzen Tag rumgefummelt hat und gewerkelt hat. Das heißt, du hast da gar keinen Bock drauf, jeden Abend irgendwie auf dem Rastplatz zu fahren. Ich hab die Faxen dick. Ja. Hast du überhaupt keinen Spaß daran, an dieser Art von Sexualität? Nee. Überhaupt nicht, null. Ich bin schon am Überlegen, ob ich mich von dieser Frau trennen soll. Hast du denn eine Erklärung, warum das so vor 2 Jahren dann so aufgebrochen ist bei ihr? Ja, die ist mit so einer Bekannten mal in so einem Swingerclub gewesen, in Witten an oder wie das da heißt. Ja. Da hat die wohl Geschmack gefunden an dieser ganzen Sache. Geht ihr zusammen auch in den Swingerclub? Um Gottes Willen, ja. Ich war einmal dabei. Lass mich zufrieden mit seinem Zeug. Also du bist für die klassische Methode. Du willst zu Hause deine Frau haben. Ja, genau. Und kein Schnickschnack rum ach, mit... Was. Ach, genau, die schöne alte... Domian, was soll ich machen? Ja, schwierig. Das soll ich dir. Das ist wirklich schwierig. Wenn sie so drauf ist, wie du es gerade schilderst, dann ist das ja fast schon ein Suchtverhalten. Ja. Ne? Also, ich meine, in Sachen Fremdgehen hat sie gar keinen Bock, ne? Mhm. Nur mit mir diese Eskapaden da. Ja. Alles. Also, jetzt im Ernst, kommt das wirklich jeden Tag vor? Jeden Tag? Ja. Das würde mir bis hier stehen. Wenn ich steht dann noch weiter. Ja. Und wenn du da sagst hier, Mädchen, ich habe keine Lust, lass mich in Ruhe, was dann? Das interessiert dir gar nicht. Ja gut. Kalle, zieh dich an. Konopka, sagt er. Konopka, komm, auf die Piste. Ja, und der ja, nee, ist klar. Ja, und wenn der Kalle dann aber immer sagt, nee, nix auf die Piste heute, was dann? Dann ist schlechte Laune im Karton. Mhm. Hast du denn dann, wenn ihr dann vor Ort seid, funktioniert das denn dann mit dem ja, Sex? Sicher. Das funktioniert schon. Das sag ich dir. Ja. Ja, aber wie lange noch? Ja, vor allen Dingen, weil du es ja eigentlich nicht willst, ne? Ach, was. Liebst du denn die Frau? Ach, mit der Liebe hat sie auch irgendwann erledige ich sie, die Liebe dann. Ach so. Also ich komme mir langsam vor wie so eine Milka-Kuh, die gezapft wird, ja. Nein, aber jetzt im Ernst, von Gefühlen her. Ist da noch Liebe im Spiel? Oder? Ach, was, da ist nicht mehr die Welt. Ist nicht mehr die Welt? Ach, was. Ja, aber dann frage ich mich, warum machst du es mit? Warum machst du das mit? Das frage ich mich auch. Gewohnheit? Ja, du bist ein Typ von 38. Du kannst sagen, Mädel, war nett mit dir. Lass uns trennen, wir können ja noch ein bisschen... Mach die Fliegen. Ja. Ja. Warum sagst du es denn nicht? Das frage ich mich auch. Da frage ich dich jetzt nochmal intensiv. Ja gut, ich sag dir jetzt aber offen und ehrlich, die Frau hat richtig Geld im Rücken, ne? Und die hat Geld im Rücken? Ja, willst du mir nicht erzählen, dass das der Grund ist, dass du mit der zusammen bist? Das wäre nun ein bisschen arm. Ja, irgendwo wäre da mehr. Du hast einen Job und hast auch deinen Verdienst. Ich verdiene sehr gut sogar, ja. So. Und dann hat die vielleicht noch mehr Kohle, aber das darf ja wohl nicht der Grund sein, dass du mit der zusammen bist. Ja. Woher hat die denn so viel Kohle? Elternhaus. Mhm. Ja. Ja, Kalle, da musst du jetzt aber Rückgrat zeigen. Wenn du mir sagst, dass da liebesmäßig nicht mehr viel los ist und dir das mit dem Sex auch noch auf die Nerven geht, was willst du denn da noch? Das frage ich mich manchmal auch. Ja, und dann sage ich dir, geh. Also meinst du auch, ich sollte die Zelte abbrechen? Ne? Aber sowas von bald, ja. Und dann machst du erstmal eine Ruhe, eine Verschnaufpause und dann suchst du dir eine Frau wieder nach deinem Geschmack. Ja. So machen wir's. Alles klar? Gut. Kalle. Moment, ich danke dir. Jo, alles Gute. Ist klar, ne? Hau rein. Ciao, ciao. Tschö. Na, tschö sagt man ja nicht im Ruhrgebiet. Das sagen ja wir Kölner hier. Alexander, 29, hallo. Ja, hallo. Hallo Alexander, und was geht's bei dir? Also ich habe, meine Frau hat sich von mir getrennt, vor 8 Monaten. Ja, warum? Ja, 5 Jahre eine ganze Menge passiert, ja, zum Ende hat man sich mehr angekotzt, man hat ziemlich wenig unternommen, sind böse Sprüche gefallen, also die schon richtig makaber gewesen sind. Ja, also... Und viel Streiterei? Ja, Streiterei, also Arbeitslosigkeit war zwischendurch ein Thema und so weiter und so fern. Auf jeden Fall hatte dann im Juni von morgens bis abends die Entscheidung getroffen zu gehen, auch ohne Zettel und ohne so weiter und so fern. Naja, auf jeden Fall, ich habe die Scheidung angereicht, bin auch irgendwo das Single-Wesen leid oder bin das Single-Sein leid. Lass mich nochmal fragen. Als ihr euch dann getrennt habt, vor 8 Monaten, würdest du da sagen, dass damals die Liebe wirklich auch kaputt war zwischen euch beiden? Von beiden Seiten? Die Liebe war kaputt. Von beiden Seiten aus? Nein. Nein? Nein, nur von meiner Frau. Von deiner Frau. Das heißt, du hättest gerne... Ich liebe meine Frau eigentlich heute noch. Ja. Meine Frau ist auch kurzzeitig im Oktober wieder zurückgekommen. Mhm.
aber hat mich in dem Moment nur benutzt, weil sie woanders auf der Flucht gewesen ist und ist dann nochmal zu mir zurückgekommen und hat mich auch nochmal verarscht. Also, habt ihr Kinder? Nein. Mhm. Wir hatten nur einen Hund gemeinsam, den wir aber auch als Kind gesehen haben. Ja. Jetzt aktuell, wie ist der Stand der Dinge? Sie ist gänzlich wieder weg von dir? Ja. Hat sie einen neuen? Ja, sie hat einen neuen. Sie sagt mir jetzt auch, dass sie endlich liebt. Ja. Dass sie endlich geliebt wird. Ich meine, das muss in 5 Jahren wohl gewesen sein. Vielleicht kannst du dich erinnern, vor 5 Jahren hatten wir mal gesprochen, hatte ich dir erzählt, dass ich 198 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bin. Das war eine ganz ruhige Geschichte damals. Vor fünf Jahren. So lange ist es her. Es war wirklich Traum. Es war wirklich toll irgendwann, aber dann war auch Feierabend. Also ich habe jetzt mit ihr am 17. Januar das letzte Mal Kontakt gehabt, als ich meinen Hund wieder geholt habe. Ich war im November in der Klinik nach Suizidversuchen und so weiter und so fern. Und wie sieht denn der Kontakt im Moment aus? Habt ihr Kontakt miteinander? Nein, sie will nie wieder was in ihrem Leben von mir hören. Das sagt sie. Das hat sie mir gesagt, ja, ich bin zu ihr hingefahren, habe den Hund geholt und das hat sie mir dann, also ich bin 8 Stunden unterwegs gewesen mit dem Zug und so weiter und da habe so gut 1,5 Minuten vor ihrer Haustür gestanden und da hat sie mir das gesagt, dass sie nie wieder von ihr in ihrem Leben von mir hören will und aber ja, das ist ja schon ganz schlimm. Also sie will ich der Scheidung auch nicht ein, das muss ich dahin zu auch fügen. Sie hat mich im August hochgezogen in der Diskothek, wo ich auf sie getroffen bin. Und darauf habe ich die Scheidung eingereicht und so weiter von wegen Schwangerschaft und hast du nicht überall gesehen. Alexander, diese Frau hat zu dir gesagt, dass sie nie wieder mit dir was machen will. Richtig. Hat sie gesagt. So, jetzt willst du mir aber nicht sagen, dass du sie zurückhaben möchtest, ne? Nein. Ich habe eigentlich auch unter einem ganz anderen Grund angerufen. Nämlich? Ja, ich habe da im Januar das Gefühl gehabt, ich müsste mal was anderes ausprobieren und bin in einen Gay-Chat gegangen. So. Mal so. Mal einfach so, obwohl du vorher noch gar keine... Ich bin just for fun in einen Gay-Chat gegangen. Ja. Und habe da auch relativ jemanden kennengelernt, schnell. Ja. Der mich noch am gleichen Abend besucht hat. Ja. Ja, mir war ein bisschen mulmig, mir ist jetzt auch noch ein bisschen mulmig. Derjenige findet mich sehr nett, möchte mehr. Ja. Ist denn da was an dem einen Abend oder überhaupt schon was Sexuelles passiert? Ja. 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 Und wie war das für dich als alte Heterosocke? Ungewohnt. Ich habe es teilweise genossen. Ja. Ich habe es auch deinem Kollegen vorhin schon gesagt, es ging mir nicht um den Sex, es ging mir nur, was ich genieße, ist die Zärtlichkeit. Dieses Streicheln, vielleicht auch dieses zwischenmenschliche Miteinander vorher reden und dieser Umgang, was in meiner Ehe, in meiner Beziehung vorher gar nicht gewesen ist. Jetzt hast du mir also vorab die Geschichte mit deiner Frau erzählt, um mir auch verständlich zu machen, in welcher gefühlsmäßigen Situation du bist. Richtig. Ich halte nochmal fest, dass du, bevor wir das noch vertiefen mit den Männern jetzt, mit dem Mann, dass du keine Anstalten unternimmst, die Frau wieder zurückzuerobern. Das ist klar für dich, dass die Sache tot ist. Also, eigentlich unternehme ich nicht irgendwelche Anstalten, um meine Frau zurückzukriegen. Denn es ist ja eindeutig, was sie gesagt hat, ne? Ja. Wobei ich würde es mir eigentlich wünschen und ich habe auch unter und währenddessen jetzt mit Pro Familia und so weiter auch an mir selber gearbeitet und so. Nur es sollte ein fairer Neubeginn sein. Aber sie will keinen Neubeginn. Nein, stopp, denk dich da erst gar nicht rein. Das Zitat, was du mir gerade gebracht hast, sagt mir, dass die Frau absolut keinen Bock hat, nochmal sich auf dich einzulassen. Und das muss man akzeptieren, wenn es einem noch so bitter wehtut, weil man wird lächerlich, wenn man dann rumzappelt und doch noch wieder irgendwas sich ausmalt. Da musst du jetzt standhaft sein. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich weit weg, auch mit therapeutischer und Profamilie und so weiter, was ich alles gemacht habe. Mhm. Ich kriege auch meine Arbeit wieder geregelt in vollem Umfang, was ich vorher nicht konnte. Gut, so insofern ist da jetzt eine Distanz. Und jetzt kommt die Geschichte mit dem Mann hinzu. Ja. Das ist doch okay, wenn dir das sogar hilft,
etwas jetzt über diese schwere Zeit hinwegzukommen und du da irgendwie dein Ding rausziehst, vielleicht bist du ja anteilsmäßig ein paar Prozent bisexuell, ist ja okay. Dann genieß es doch einfach, nimm es doch hin. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da so. Das ist so eine komische Sache, ist das irgendwie. Also, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, ja, ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht erklären und ich weiß nicht, wo das Ganze, ich meine, ich merke immer, dass er mir immer mehr Zuneigung, ja, dass er sich regelmäßig meldet, dann ist mal die Handykarte leer, dann schickt er mir Codes rüber. Hast du Angst? Dann gibt es mir irgendwann wieder und ich weiß nicht, was daraus noch werden soll. Hast du Angst, dass er dich zu sehr umklammert, dass der zu viel will? Ja. Da musst du da eine Grenze ziehen. Ideal wäre für dich so eine lockere, leichte Beziehung, die nett ist mit ein bisschen Zärtlichkeiten und so. Aber wenn der anfängt, dich jetzt zu lieben und eine richtige Beziehung haben zu wollen und du das nicht möchtest, dann kommst du vom Regen in die Traufe. Ich habe noch nie Nein gesagt, das ist das Problem. Ich kann auch nicht wirklich Nein sagen. Ja, wenn du keinen Bock hast, musst du Nein sagen. Das musst du ihm auch klar machen, dass du, wenn du jetzt auch keine Beziehung willst und schon gar keine Beziehung zu einem Mann, dann lass bloß die Finger davon. Da kommst du wirklich in die nächsten Problemfelder rein und stehst unter neuen Druck und neuen Spannungen. Ja, da stehe ich ja jetzt irgendwo drunter oder es ist ja dabei. Ja, ich finde wirklich auch merkwürdig, wie du gerade gesagt hast, wie man so auf die Idee kommt, in deiner Situation in einen Gay-Chat zu gehen, dass du nicht einfach in einen Frauen-Chat gegangen bist. Also ich sag mal, Frauen gegenüber bin ich momentan ziemlich verschlossen. Ah ja. Alleine auch, wieder... Also ich könnte dir vielleicht eine Aussage, was ich vorhin von meiner Frau gesagt habe. Meine Frau hat zu mir gesagt, am besten mit Kopf in den Mülltonne und Deckel zu. Da habe ich zu meiner Frau nur gesagt, hier, gelben Müll packt man bei uns in den Sack, Kompost packt ein normaler Mensch auf den Garten und den Rest Müll packt man in eine Tonne. Ja, aber du siehst und ja schon... Und das sind so Aussagen, wo mir irgendwo das Vertrauen auch jetzt fehlt, irgendwo auf was Neues zuzugehen. Okay, aber das sagt mir auch nochmal, das zeigt mir auch nochmal, wie kaputt eure Beziehung ist, wenn man so miteinander umgeht und so miteinander redet. Jetzt lass uns aber nochmal über den Mann sprechen. Du musst dem Mann eine klare Linie sagen, dass du an einer Beziehung nicht interessiert bist. Und dass du im Moment auch nicht wieder vereinnahmt werden willst. Sondern sag ihm, was du willst, und wenn er damit umgehen kann, dann ist es gut, und wenn er damit nicht umgehen kann, dann muss er gehen. Ist es denn ein schwuler Mann oder auch ein bisexueller Mann? Ein Bisexueller. Ist er solo oder ist er in einer Beziehung? Ich weiß es gar nicht. Also er redet auch nicht wirklich viel über sich. So, ich weiß so, was er arbeitet und dass er auch ziemlich viele Kontakte irgendwie hat da in der Richtung. Was empfindest du denn in der sexuellen Situation? Ist es schon auch eine Erregung? Eine Erregung, ja, aber ich versinke. Ich bin unwahrscheinlich feige. Oder das ist ja so, ich bin unwahrscheinlich passiv. Ich wünsche mir dann doch eigentlich, also vorher ist irgendwo der Wunsch schon da, dass was passiert, aber ich bin dann auch wieder froh, wenn es zu Ende ist. Klingt auch alles nicht so doll. Setze die Grenzen und bewirke, dass du dem Mann keine großen Hoffnungen machst, dass da jetzt eine große Liebesbeziehung draus entsteht. Nimm es vielleicht ein bisschen mit, was du magst, aber dann ist es auch wieder gut. Bist noch immer durch den Wind ziemlich, ne? Habe ich den Eindruck. Ja, ziemlich. Würde dir nämlich gerne auch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Einverstanden? Okay, dann legst du auf und Simone ruft dich gleich an. Okay, danke. Lieber Alexander, alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute von uns. In der Technik war Volker Thake. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema mein liebster Gegenstand, mein wichtigster Gegenstand. Ich möchte gerne mit euch über Dinge, über Gegenstände sprechen, die für euch sehr wichtig sind, existenziell wichtig vielleicht. Von denen ihr sagt, ohne diesen Gegenstand ist mein Leben irgendwie fast sinnlos. Oder ich brauche das schon so als Mittelpunkt für mein Leben. Also mein liebster Gegenstand, mein wichtigster Gegenstand. Morgen unser Thema. Um 1 geht's los hier im Radio bei 1 Live und im Wiederfernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Und ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de.
Was wünsche ich euch jetzt noch? Eine schöne Nacht, eine gute Nacht, und ich bin gespannt und freue mich auf morgen. Bis dahin. Ciao.